Ja, willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal, den Bullenmarkt TV, hier jetzt zum ersten Video im Jahr 2024. Es war früher geplant, aber besser spät als nie. Jetzt können wir in das neue Jahr durchstarten. Heute schauen wir uns ein etwas unbekannteres Unternehmen an, nämlich hier bei BG Woolstar Australien zum Macquarie. Ist ein australisches Finanzhaus mit sehr schöner Rendite und auch ein sehr, sehr großes Unternehmen. Aber ihr kennt es ja, bevor wir hier mit dem gut 30-minütigen Video starten, einmal kurz der Disclaimer, denn alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlage, Beratung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung stellen Informationen dienen allein der Bildung und privaten Haltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollten die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder bei Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und damit starten wir doch auch nochmal direkt rein. Wichtig hier, wir befinden uns in Australien, sprich hier einmal kurz australische Dollar gezeigt, da man die nicht so präsent hat. Wir reden, wenn wir hier über australischen Dollar reden, dann sind das in Euro ca. 60 Cent oder in US-Dollar dann 66 Cent. Also gerade wenn man es mit US-amerikanischen Unternehmen vergleicht, aus der Finanzbranche kann man hier bei Macquarie sagen, zwei Drittel vom Umsatz werden vergleichbar oder von Wert mit einem US-amerikanischen Wert, wenn man den Gewinn zum Beispiel oder Umsatz vergleichen möchte. Aber starten wir doch mal direkt rein. Ihr kennt es ja mit der Historie. Macquarie wurde mehr oder weniger als hundertprozentige Tochtergesellschaft damals 1969 gegründet, damals auch unter dem Namen Hill Samuel Australia Limited und war somit die Tochter einer britischen Handelsbank, ebenfalls namens Hill Samuel & Co. Limited, welche eben damals dann nach Australien expandiert hatte. Genau, Ziel war es eigentlich so, dem australischen Markt und Investment-Banking-Dienstleistungen auf internationalem Niveau anzubieten und natürlich eine britische Bank, da natürlich hier Großbritannien und Australien auch eine lange Historie haben. In den 80er Jahren, also 1980er Jahren, wurde der australische Markt dann für Finanzmarkt ziemlich deregulier und die Hill Samuel Australia wurde abgespalten. Das australische Geschäft überblieb dann die Macquarie Bank Limited. Fünf Jahre später erhielt man dann auch eine eigene australische Bankenlizenz und in den Folgejahren expandierte man dann wiederum aus Australien. Weltweit hat zum Beispiel 1989 auch Büros in München oder London eröffnet, sowie New York und Hongkong 1994 und heutzutage gibt es noch viel, viel mehr Büros weltweit. 1996 dann der Gang an die Börse in Australien, also seitdem kann man da an der ASX die Aktien auch kaufen. Und ja, Macquarie ist sehr gewachsen, vor allem in der Firmenhistorie hat er viele Übernahmen getätigt, ist hier vor allem im Bereich Energie und Finanzwesen tätig und ist so stetig zu einem wichtigen Akteur angewachsen. Hier ein kurzer Überblick nochmal in Market Cap, wenn wir jetzt von einem Kurs von 179 Australian Dollar ausgehen. Ist man ungefähr bei 69 Milliarden Australian Dollar Market Cap, Euro ungefähr 42,3 Milliarden Euro. Umsatz im Finanzjahr 23, also das ist nicht das Kalenderjahr, sondern wirklich Finanzjahr, das ist unterschiedlich bei Macquarie, haben sie bei 19,1 Milliarden Euro Umsatz aufgelaufen und das sind ungefähr dann ja 11,7 Milliarden Euro hier. Verzeiht den Rechtschreibfehler. Aktionärsstruktur hauptsächlich institutionelle Investoren, aber auch die CEO hat ein Aktienpaket von 0,8%, ist also sehr darum, dass es dem Unternehmen auch gut tut. Und ja, sie ist auch sehr lange schon beim Unternehmen. CEO ist jetzt seit 2018, also zum sechsten Jahr, aktuell angekommen. Die Shamara, oder ich hoffe, ich spreche es gut aus, Vikram Manayake, war vorher Anwältin, ist aber bereits seit 20 Jahren beim Unternehmen und war, bevor sie CEO war, für das Asset Management zuständig, was ein großer Teilbereich von Macquarie ist. Mitarbeiter weltweit in Summe 20.500 und aufwärts. Gelistet ist man im australischen Index ASX, wo natürlich auch andere Schwergewichte aus Australien drin sind. Ja, Geschäftsmodell.
nächster großer Punkt. Über die Jahre hat man sich im Finanzbereich sehr, sehr stark diversifiziert und hat somit vier große Geschäftsbereiche eröffnet und erwirtschaftet 17,1 Milliarden Australian Dollar im letzten Finanzjahr 2023. Man hat eben hier vier große Bereiche. Einmal Banking and Financial Services, auch BFS genannt. Dann Macquarie Asset Management, Macquarie Capital und der größte Bereich Commodities and Global Markets. Hier im ersten Halbjahr vom Finanzjahr 24, also praktisch so, die zweite Hälfte vom Kalenderjahr 23 generierte man allerdings 7,91 Milliarden Australian Dollar Umsatz und dies ist praktisch auch nur ein Rückgang um 8% Halbjahr zu Halbjahr verglichen. Deswegen mal schauen, wie die zweite Jahreshälfte sich auswirkt. Wir wünschen das natürlich positiv. Hier habe ich auch nochmal die Umsätze eben dargestellt. Wie gesagt, der größte Umsatz machte eben Commodities in Global Markets im letzten Finanzjahr und dann Asset Management, Banking and Financial Services und Macquarie Capital ist eben der kleinste Part. Wichtig ist auch, der Gewinn ging nochmal exponentiell höher zurück, nämlich hier auf 1,42 Milliarden US-Dollar, was tatsächlich ein Gewinneinbruch von 39% war. Ist im Aktienkurs noch nicht wieder gespiegelt aus meiner Sicht. Von daher, hier muss man das zweite Halbjahr abwarten, denn es könnte aus meiner Sicht noch Rücksätze geben und somit vielleicht auch attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Wie gesagt, Halbjahr 1, 24 hat man auf 7,91 Milliarden Australian Dollar eben eingenommen. Grundsätzlich tut man seine Umsätze in vier Geschäftsbereiche diversifizieren und zwei Geschäftsbereiche machen davon 45% der Umsätze aus, nämlich Annuity Style Activities, also Annuitäten, sehr gut planbar, wiederkehren, praktische Annuitäten zum Beispiel, Zinserträge, die man ausgibt, bestimmte Gebühren, also Fees zum Beispiel auf Fonds oder Beratung und so weiter. Und das der andere Teil mit 55% macht in Commodities and Global Markets sowie Macquarie Capital aus. Bei Commodities and Global Markets ist noch ein kleiner Prozentteil, der noch auch noch annuitätenmäßig zu Buche schlägt, aber der Großteil eben Market-Facing Activities wird hier vom Gesamtmarkt abhängig, vor allem eben von dem Finanz-Energiemarkt. Aber stehen wir nochmal näher rein bei Banking and Financial. 2021 hier knapp 3 Milliarden Australian Dollar Umsatz, also Pi mal Daumen 2 Milliarden US-Dollar Umsatz, Gewinn bei hier 1,2 Milliarden Australian Dollar, also recht gut. Hier ist auch der einzige Bereich, der im ersten Halbjahr gewachsen ist mit seinen Umsätzen und Gewinnen. Aber wenn man sich anschaut, was unter Banking and Financial Services unterfällt, ist das auch kein Wunder, denn hier hat man eben Personal Banking, Business Banking, Wealth Management und Einlagen. Ganz klar, Personal Banking eben Kredite für Haus, Auto etc. Also für Privatpersonen praktisch. Hier hat man in Australien einen Anteil von 5% des Marktes. Business Banking ist halt Kredite und Zahlungsabwicklung für Unternehmen, also auch sehr viel Einnahmen durch Kredite eben, auch die Zinsen dadurch, Wealth Management. Hat man aktuell 125 Milliarden Australian Dollar, also ca. 75 Milliarden Euro. Und hier liegt der Fokus eben vor allem auf vermögende Kunden, um hier halt einfach in der Oberliga zu spielen. Einlagen hat Macquarie aktuell 131 Milliarden Australian Dollar, also Einlagen, die praktisch ja, diese wiederum für die Bürger oder für Unternehmen verwahren. Und hier hat man ungefähr eben 5% des australischen Marktes abgedeckt. Also hier sieht man im Endeffekt, mit 5% hat man natürlich jetzt nicht den Zinsenmarktanteil, denn man ist auch nur die 5. größte Bank in Australien, also rein Bankenwesen direkt und hat hier deutlichen Abstand zu den Top 4, welche zum Beispiel die Westpac ist oder die Commonwealth. Genau, Einnahmen hier vor allem mit Zinsengebühren. Wenn man sich das Asset Management anguckt, sieht man hier ebenfalls im Annuitätenbereich, denn hier sind die Einnahmen vor allem eben Fees, also Gebühren, entweder Basisgebühren
oder eben Performancegebühren, die kennt ihr selber auch, eben wenn man Fonds hat oder ETFs oder andere Themen, muss man natürlich immer wieder Gebühren jedes Jahr errichten, beentrichten. Und dieses ist eben Annuitäten-Style. Und ja, hier hat man eben ja knapp 5 Milliarden Euro Umsatz gemacht letztes Jahr. Auf ungefähr sind es 2,3 Milliarden Australian Dollar Gewinn. Im Asset Management bietet man seinen Kunden Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Markets oder Public Investments. Der Fokus sind da eben vor allem auf Investments, Bereich Infrastruktur, vor allem grüne Investitionen, also erneuerbare Energien, aber auch Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, sehr klar, das australische Bank, Immobilien, private Kredit, Secondaries, Aktien, Fixed Income, Assets und Multi-Asset-Lösungen. Der größte Bereich und auch sehr marktspannend ist in Commodities and Global Markets. Hier hatte man letztes Jahr im Finanzjahr 23 Umsatz von 8,7 Milliarden Australian Dollar und knapp 6 Milliarden Australian Dollar Gewinn. Ist dieses Jahr immer noch für 39% im ersten Halbjahr zuständig, sowie für 48% des Gewinnes verantwortlich. Aber hier hat sich der Anteil des Umsatzanteils sowie Gewinnanteil zum Vorjahr deutlich reduziert auch. Denn Macquarie bietet hier in diesem Bereich in Zeiten seinen Kunden damit alle Themen rund um Finanzierung, Risikomanagement, Marktzugang, physische Ausführung, Logistiklösung im Bereich Rohstoffe, Finanzmärkte und Asset Finance. Immer kurz drauf rein, auf einen Punkt drauf ein. Rohstoffe, hier hat man ein sehr hohes Ansehen in der Branche, man hat Umsätze, werden zum Beispiel hier durch Absicherung oder Risikomanagement eingerichtet, indem man Kunden Risiko, also praktisch der Kunde von Macquarie, praktisch hedged gegenüber dem Markt, damit der Kunde nicht mehr so abhängig ist von den Rohstoffschwankungen beispielsweise, aber auch sowas wie Clearing, Handelserträge, Lager und Logistik fällt auch in den Bereich Rohstoffe. Also Clearing, ganz klar, Handel eben, also Zugehörigkeit, wem das Ganze gehört. Handel grundsätzlich als Vermittler, aber auch tatsächlich physische Lagerung der Logistik, die Macquarie dann organisiert. Hier 2023 eben vor allem sehr, sehr erfolgreich von der Sonderkonjunktur, denn ihr wisst ja selber, wenn ihr eine Tankstelle wart, eine super hohe Volatilität, die hier bei den Preisen war, egal ob es jetzt Energie, Kohle, Holz, überall eine hohe Volatilität führt natürlich zu einer hohen Ausgabe vom Risikomanagement der Einzelunternehmen und da von Macquarie eben über Opportunität eben profitieren. Zweiter Bereich ist in Finanzmärkte, hier einfach auch Risikomanagement-Themen oder Produkte, die man den Kunden vertreiben kann, hat Finanzierungs- und Kapitallösungen und bietet eben Marktzugang für Firmen, institutionelle Kunden in Festverzinsen, Wertpapiere und Aktien und ist übrigens auch in Australien der Broker Number One, was Future-Produkte angeht, also Devisen. Dann gibt es den dritten Bereich, Asset Finance. Asset Finance ist im Endeffekt Spezialfinanzierung über verschiedene Asset-Klassen und Industrien hinweg. Ist beispielsweise so, wenn ein Unternehmen sich etwas extrem teures kaufen möchte, wie zum Beispiel eine Flugzeugflotte, dann wird hierfür ein Sondervermögen praktisch erstellt. Man vermietet dann praktisch dieses Sondervermögen dann wiederum der Airline und bekommt dafür wieder Erträge etc. Das ist eben eine sehr, sehr spezielle Finanzierungsmöglichkeit, die Macquarie hier anbietet, eben vor allem für sehr hohe Investitionsgüter. Der vierte Bereich, eben Macquarie Capital. Hier ist man eben im Bereich Beratung und Merger Acquisition Abwicklung tätig und in weiteren Dienstleistungen. Ebenso waren hier Kunden auch Investitionen in Macquarie selber tätig oder beispielsweise auch mit Partnern zusammen. Denn der Fokus dieser Investition bezieht sich ebenfalls sowohl auf Infrastruktur, Energieprojekte, Unternehmen mit Fokus auf Verkehr, also Logistik, Energie und sowie digitale und soziale Infrastruktur. Beispielsweise Infrastruktur oder Energieprojekt, so Mix, ist eine sehr bekannte Investition, die ihr vielleicht auch kennt, nämlich in Lubmin in Deutschland, das Ostsee LNG Terminal, und somit hat Macquarie durch seine Tochter Wavecrest praktisch uns Deutschen auch ermöglicht, jetzt dann LNG aus anderen Ländern zu importieren
und somit die Abhängigkeit zu Russland reduziert. Also hier sieht man auch, was praktisch der Kapitalismus auch in, ja, in Ländern eben bewirkt, dass nicht alles abgemacht wird, was eben worden ist. Sehr logisch. Gehen wir kurz auf die Strategie ein. Wir wollen 30 Minuten hier bleiben. Umsätze werden hier global erwirtschaftet. Heimatmarkt Australien, mehr, dann ist sehr wichtig, aber auch Amerika und European Middle East and Africa, EMEA eben, sind die wichtigsten definierten Regionen. Vor allem in Amerika sieht McGrory eben viele Potenziale und sagt selber, the Americas is the largest asset management market and underpenetrated. Also hier sieht er sehr, sehr große Märkte, ja, Möglichkeiten, noch underpenetrated ist, also dass mehr Bedarf ist, als möglich ist. Americas ist eben Nordamerikas, Lateinamerika untergefasst. Umsatz sieht man hier ganz schön aus Australien, ist der zweitgrößte Bereich nach Americas und dann Europa praktisch der drittgrößte, Asien hat man nicht so stark vertreten. Also hier hat man auch eine sehr schöne globale Diversifizierung, da man eben weltweit sehr viele Assets hat. Durch eine breite Diversifikation im Finanzbereich möchte man vor allem auch auf planbare Umsätze eben eine fundamentale Basis schaffen und dann eben Marktpotenziale nutzen und im Bereich Capital sowie Commodities und Global Markets eben sehr profitabel wirtschaften und Gewinne erzielen. Wenn man sich mal das Marktumfeld anguckt, vor allem auf die Geschäftsbereiche runtergebrochen, aktuell natürlich profitiert man vom Zinsumfeld, auch in Australien sind die Zinsraten angestiegen. Dann im Bereich Rohstoffe sind in diesem Jahr eben weniger Risikoabsicherung gefragt, deswegen hier geht man eben ein bisschen zurück von der Sonderkonjunktur, deswegen auch der Umsatz- und Gewinnrückgang. Dann ist man am Investmentmarkt nicht mehr ganz so aktiv in letzter Zeit, also ein globales Phänomen eben durch diese Zinsen etc. wird natürlich mal weniger Merger und Acquisitions gemacht, weniger IPOs und so weiter. Sprich, hier einfach eingefroren, aber der wird auch wieder zurückkommen, wenn wir davon profitieren. Und im Bereich Asset Management sind halt ebenfalls, dadurch, dass man sich vor allem auf grüne Energien spezialisiert hat, hier auch Investments zurückgegangen. Da hat viele Geldgeber auch gerade ein bisschen warten und auch natürlich die Chancen durch die gestiegenen Zinsen nicht mehr so attraktiv sind. Genau, aktuell kämpfen eben manche Geschäftsbereiche mit Schwierigkeiten am Kapitalinvestmarkt, aber dies gibt ja nur Möglichkeiten für eine Erholung, die in den nächsten Jahren eine stärkere Anstieg im Umsatz wieder. Peer Group umfasst eigentlich sämtliche Vermögensverwalter und Unternehmen nach Dienstleistungen, sowie natürlich die 4 Big Banks in Australien. Hier habe ich auch mal ein paar aufgelistet, wenn ich so Peer Group sehen, Brookfield sehe ich da drin, hier bei Interesse habe ich auch ein spannendes Video dazu gemacht, kann man sich gerne mal anhören. Eine BlackRock als Vermögensverwalter, ein Westpac ist eben eine große australische Bank, genauso wie Commonwealth, aber auch Private Equity etc. wie Blackstone, KKR eben ist ein Wettbewerber natürlich, da man sehr viel auch in alternative Assets hier investiert, aber auch wie ein Börsenplatz wie die CME Group, die für Futures in den USA verantwortlich ist, natürlich auch ein Wettbewerber zu Macquarie. Hier habe ich jetzt mal die Performance dargestellt mit einer Peer Group von 4 Aktien, nämlich BlackRock, Commonwealth Bank of Australia und Brookfield. Macquarie ist hier in blau, hat eben auch 5 Jahre die eine solide Rendite gemacht, allerdings die schlechteste von den 4 mit 83%, aber hey, 83%, sehr, sehr schön, wichtig hier, total return. Wie denn? Dann auf 10 Jahre hat man hier schon über 300% gemacht, das heißt, auf 10 Jahre war man wieder der King. Auf 15 Jahre immer über 800% gemacht, also hier sieht man mal nochmal den Sprung über diesen Zinseszins, über diese Jahre, wirklich mit allen 4 großen Finanztiteln hier eigentlich eine sehr, sehr solide Rendite über 15 Jahre, also wirklich schön, wird die im Depot hat seitdem. Und selbst auf 20 Jahre hat man zwar nur 660% gemacht, das heißt hier gerade zwischen 20 und 15 Jahren war eine kleine Teilphase, aber wenn man die durchbruch hat, hat man jetzt immer noch mal 6 im Endeffekt. Aber hier sieht man natürlich, wer bei BlackRock war, geil einfach, ne? 1500-1600% circa. Also hier sieht man auch, was sehr lange dann am Kapitalmarkt möglich ist. Im direkten Vergleich der Peer Group
BlackRock natürlich aus den USA. Und natürlich bringt auf die Börsenwaage deutlich mehr als das Doppelte, nämlich 117 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz ist dementsprechend natürlich auch höher, muss auch höher sein, ist hier mit gut 50% höher als bei Macquarie. Die Umsatzentwicklung war bei Macquarie eben 11,9% per anno, bei 4,7% per anno. Hier hat man halt als Macquarie durch die diversifizierten Bereiche und vor allem auch diesen Marktthemen, wo man direkt profitieren kann von eben normalen deutlichen Vorteilen. Aktuelles KMV ist Macquarie zudem auch günstiger bewertet, zumindest laut den Earnings per Share von letztem Jahr. Man muss eben dieses Jahr bis Halbjahr noch abwarten, das zweite. Und damit war ich gespannt. Vielleicht kommen die Aktien auch nochmal ein bisschen zurück, weil dieses Jahr ist auf jeden Fall nicht so Shining Lights Überbrückungsjahr, wo man weniger Gewinne einfahren wird. Die Umsatzrendite ist aber über 37% im letzten Jahr gewesen, also auch sehr, 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 sehr solide. Earnings per Share wachsen jährlich mit 12,3% seit 2018. Dividendenrendite aktuell 3,8%, also hier geht man auch nicht leer aus. Dividendenwachstum mit 7,4% ist auch so ungefähr angepeilt. Eine Ausschüttungsquote von 50-70% ist in der Regel so der Rahmen. Die Ausschüttungsquote jetzt im letzten Jahr war 52%. Und hier, man verwässert allerdings seine Aktien, indem man im Schnitt, in Summe jetzt 8,5% mehr Aktien hat als 2018. Aber wäre natürlich hier dieses Spike-Bande Kapital mit 8,5% Aktienausgaben wird Übernahmen tätig und den Umsatz weiter steigert, natürlich für den Aktionär auch sehr, sehr. Hier, wenn man hier noch auf die Zahlenwelt drauf guckt im Detail, schauen wir mal an, Marktkapitalisierung schön gewachsen in 15% oder auch 14%, je nachdem, wie man die Zeit anguckt, das ist sehr, sehr stark. Durch die Verwässerung ist natürlich der Aktienkurs nicht ganz so stark gestiegen, nämlich hier seit 2018 aber immer noch 11,3% einfach Rendite oder seit 2014 jährliche Rendite von 13%, wirklich richtig schön. Man orientiert sich hier vor allem auch am Umsatz und am Gewinner so dazu dazwischen, weil hier hat man auch zweistellige Raten einfach, die man da einfährt, also wirklich toll. Hier sieht man aber auch die starken Jahre, die 23 und 22 ist man natürlich super stark angestiegen, sowohl im Gewinn als auch im Umsatz und auch in Earnings per Shares. Sehr, sehr schönes Wachstum und auch was sehr erfreulich ist, dass die Dividende eigentlich bis auf das Jahr im Corona-Jahr eben mal zurückgegangen ist, aber ansonsten eigentlich auch immer kontinuierlich sehr, sehr schön anwächst. Genau. Muss ein bisschen Gas geben. Hier sieht man nochmal die Wachstumskurve. Ganz, ganz schön. Hier nochmal diesen starken Anstieg aus dem Jahr 2020 dann über diese Jahre 21, 22, 23 jetzt wieder, wie sich das alles entwickelt hat. Und wenn man die Marktkapitalisierung von Macquarie anschaut, hier geht eigentlich auch alles nach oben, also links oben nach rechts, links und nach rechts oben. Außer Corona hatte man nochmal eine schöne Möglichkeit einzusteigen. Ja, dann wäre dann jetzt hier auch schon mehr als 100% im Plus der Marktkapitalisierung. Aber schauen wir doch mal, was der Aktienfinder hierzu zu bieten hat. Natürlich auch immer schön, was der Thorsten da in sein Tool uns eben auch an Mehrwert bietet. Hier habe ich schon Macquarie geguckt. Machen wir den operativen Cashflow mal weg und bereinigen Gewinn. Schauen wir uns mal hier den Gewinn an. Hier sieht man schon sehr, sehr schön, immer eigentlich am Ansteigen über die letzte Dekade. Muss man aber auch sagen, hier kam man eben diese Standardkonjunktur, die eben sehr, sehr gut ist. Wird es wieder zurückgehen und dann dauert es, bis man da wieder angekommen ist. Aber hier geht man auf jeden Fall auch weiter von positiven Entwicklung aus. Sowohl die Dividende ist immer sehr, sehr schön gedeckt und der Gewinn eigentlich auch weiter nach oben. Und auch damit denke ich auch, dass man auch mehrere Jahre in Zukunft hier auch sehr, sehr positiv eben, ja, ich würde mal sagen, abschmeißen wird. Hier die Marge sieht man hier ja auch eigentlich auch angewachsen, hier die Nettomarge über die Jahre hinweg. Leider hier auch natürlich die Aktienausgabe, aber wenn man es so investiert, wie gesagt, ist das hier auch noch halt so schlimm. Wenn man mal Performance noch anguckt, wie gesagt, waren wir ja gerade schon drin.
hier in Blau mit Dividende, in Schwarz ohne Dividende. 10 Jahre gesehen hätte man jetzt hier, wäre aus dem Kurs von damals 54 Australian Dollar eben auf 10 Jahre 130 gekommen, ungefähr. Den Kursgewinn von 130, dann auf 186 Australian Dollar hochgekommen, hätte nochmal Dividenden in Höhe von knapp 50 Australian Dollar bekommen, also dann ungefähr bei 236 Total Return und das aus 55, also wirklich eine 1A-Rendite mit so einem wirklich schönen, soliden Unternehmen aus dem Bankenbereich oder Finanzbereich. Wenn ich jetzt hier nochmal angucke, so 15er KGV fände ich jetzt ganz nice. Aktuell sind wir bei 17, wenn wir jetzt mal 15 mir nehmen, da sieht man halt, da ist dann der faire Wert aktuell schwer zu erreichen mit 15 auf die nächsten Jahre. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man hier einen 20er bepreisen würde, wird man natürlich hier aktuell fair bewertet sein. Aber die Historie zeigt halt, dass 20er KGV immer zu hoch war. Man ist immer niedriger bewertet. Ist halt auch der australische Markt, ist vielleicht auch noch ein bisschen günstiger wie ein amerikanischer Markt. Aber deswegen würde ich hier wirklich konservativ in den 15er KGV rangehen. Und dann würde ich wirklich warten, ob es tatsächlich nochmal nach unten was gibt. Ansonsten würde ich sagen, jetzt spannender ist es auf jeden Fall, als spannend ist das Unternehmen, aber vielleicht eben auch Unternehmen, die attraktiver bewertet sind. Denn wenn ich mir die Multiples anschaue, sieht man jetzt auch hier immer mal in die KGV auch bilanziert hin, auf die letzten 8 Jahre. Hier sieht man schon, hier ist man schon mit 16 Grad aktuell wirklich hoch. Wenn der Gewinn eben diesmal zurückgeht, ist man auf 20, dann muss man wieder reinwachsen bei 20, war sehr, sehr selten immer. Und dann kann sein, dass es halt auch mal wieder Schuss nach unten geht. Aber grundsätzlich ist langfristig, wenn ich irgendwie so einen 15er KGV oder noch besser unter dieser Linie des durchschnittlichen KGV und 14 einsteigen könnte, wäre das perfekt. Genau, dann schauen wir uns doch aber nochmal kurz meine Meinung zum Abschluss an. Denn ich kann sagen, Macquarie ist ein attraktives Unternehmen mit sehr schönem Track Record und die Generierung von Shareholder Value auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Rendite gemacht. Sehr gute Kapitaleffizienz. Durch die volatile Rohstoffpreise hat man natürlich eine Sonderkonjunktur gehabt. Wird aktuell ein bisschen durch Banking and Finance abgefedert, nochmal durch die steigenden Zinsen. So, hier lohnt sich ja auch Diversifizierung im Geschäftsmodell. Und langfristig sehe ich Macquarie trotzdem auf Erfolgskurs. Sehr schön, dass man im Asset Management, dass man Banking hat, dass man im Commodity unterwegs ist, also wirklich sehr, sehr cool. Ich habe aktuell kein australisches Unternehmen im Depot, auch kein Rohstoffunternehmen, aber Macquarie auf der Watchlist, genauso wie auch Rohstoffplayer eben aus Australien. Und wenn ich hier denke, es ist attraktiv, dann werde ich hier auch einsteigen, sofern Kapital vorhanden ist. Bewertung ist aktuell fair. Ich denke, durch dieses Geschäft wird es dann ein bisschen schlechter sein. Von daher würde ich ein bisschen abwarten. Ich denke, dann findet man eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit, da einzusteigen mit einem attraktiven Kurs und einer attraktiven Dividende von über 4% vielleicht. Genau, wie gesagt, Rückgang auf den Kurs kann ich mir eben vorstellen. Ansonsten war es das mal wieder. 30 Minuten geblieben. Ich hoffe, euch hat das erste Video im Jahr 2024 gefallen. Danke, dass ihr immer noch dem Kanal folgt. Und ich hoffe natürlich, dass das nächste Video nicht so lange auf sich warten lässt. Und in der Zwischenzeit, lasst mir ein Abo da, kommentiert gerne über dieses Video, schaut euch mal alte Videos an, Profil kann ich sehr, sehr gut empfehlen. Und vor allem über ein Like freue ich mich ebenfalls. Ciao, ciao, bis dann und ein schönes Wochenende.